blind für die wahre Gefahr gemacht. Für den wahren Feind der Erde. Verstärkung rufe. Deathstroke, wird Zeit, dass du mitmischst. Stimmt es? Sei gegrüßt, Brainiac ist wieder zurück. Jahrelang stahl er den Beschützern der Erde die Kräfte, doch wir waren zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Ohne euch drei konnte sich Brainiac der restlichen Helden rasch entledigen. Wer Glück hatte, starb im Kampf. Am Ende überlebte nur ich, wie eine Kanalratte in seinem Imperium.
Ich bin durch die Zeit gereist, um euch zu warnen. Dies ist meine Vergangenheit, aber eure Zukunft. Und mit ihr kommt das Ende der Menschheit. Wir müssen sie also gemeinsam ändern. Luthor, was hast du getan? Ich gebe euch eine Chance, euch zu beweisen. Er lügt. Das ist irgendeine Falle. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil die Welt verdammt ist. Wenn ihr euch nicht darauf einlasst. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Die Exobytes werden eine neue Rasse von Superwesen erschaffen, die Brainiacs Invasion abwehren kann. Bringt ihnen bei, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, denn sie müssen in der kommenden Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sonst wird meine düstere Zukunft auch eure werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Denn ich werde nicht hier sein, um diese neue Zukunft zu erleben. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss diese Erde dir überlassen. Hol dir die Exobytes und nimm das Schicksal in deine Hand. Hallo Leute, herzlich willkommen zu DC Universe Online. Ein Spiel, das man identifiziert. Jeder kennt. Geschlecht und Körperbau. Das Intro, was ihr gerade gesehen habt, das war eine Helden- und Schurken-Seite gewesen. Und ich möchte euch mal sagen, das hier ist DC Universe Online. Wer DC Universe kennt oder wer es auf der PC-Version kennt, müsste es auch hier kennen. Aber ich glaube, ich kenne es nicht. Ich habe mir mal den Trailer angeschaut, aber für uns ist er irgendwie kostenfrei. Ich weiß nicht, ob er für die andere Konsole schon da ist. Aber jedenfalls möchte ich erstmal euch eine kleine Erklärung sagen. Wer möchte oder wer es haben möchte und soll es im Store runterladen. Es ist gratis, eine Vollversion. Da möchte ich jetzt euch mal was definitiv jetzt was zeigen. Nämlich DC Universe Online hat sogar Trophäen. Die waren mit bestimmten Gegenständen freischalten kann. Die Kreuzsymbole sind DLC, was man weiß oder wer es weiß. Und noch hinweg möchte ich noch euch sagen, dass ich nochmal Mass Effect 2 komplett durchgespielt habe mit dem weiblichen Charakter. Und ich möchte euch nur bloß eins sagen, es ist verdammt geil gewesen. Nämlich, alle haben es überlebt. Da habe ich die Trophäe bekommen. Dann muss ich nochmal auf die PS-Taste drücken. Verzeihung. Nämlich, niemand wird zurückgelassen. Und das zeige ich dann euch irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Nun zeige ich euch, was kann man hier am Anfang machen. Nämlich das Geschlecht, nämlich männlich oder weiblich. Und so ist die Statur. Hier kann man eine Statur, dass der Typ hier übrigens voll bodyig ist oder so wie in mittelgroßer, ich nehme aber den der so ein bisschen so halt Muskeln hat, also das habe ich immer genommen. Wähle einen Exobyte Download Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mit Hilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. Ja, zwei Seiten kann man sich auswählen, nämlich Held oder Schurke. Das heißt gut gegen böse. Ich war so dumm, ich habe mal den Schurken genommen. Obwohl Helden sind viel besser als
dein Kostüm zu erstellen. Und was, wenn ich jetzt gestalte deine individuellen Kräfte, Bewegungsmodi, Waffen und das Kostüm aus vielen einmaligen Optionen? Wähle entweder die Moralität eines Helden oder eines Schurken. Heldenhafte Archetypen beinhalten selbstlose Retter, Krieger der Wahrheit und Wächter der Gerechtigkeit. Die Wahl zwischen Helden oder Schurkenmoralität bestimmt deine Verbündeten und Feinde in der Welt. Okay, was ist der Schurke? Beinhalten Kriminelle, Superhirne, grausame Tyrannen und Chaos. Besessene Verrückte. Ich glaube, ich will den Held. Ich habe mal den Schurken genommen. Das ist. Wähle eine Persönlichkeit, um das Sozialverhalten zu bestimmen. Entschuldigung, ich habe leicht Husten. Kampffertigkeiten werden nicht durch deine ausgewählte Persönlichkeit beeinflusst. Persönlichkeiten sind streng schachlich und umsichtig. Aha. Persönliche Leben sind in Emotionen voller Kraft, brutaler Kraft aus. Verzeihung. Als Hilfe für die Datennutzung. Setzt wie Superman deine genetischen Gaben und unglaublichste Superkräfte ein, um das Böse zu kämpfen. Hier können wir uns drei auswählen, nämlich Superman, Wonder Woman oder Batman. Ich bin Batman. Ich finde. Wähle aus den verfügbaren Exorite-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Kontrolliere die Macht des Feuers. Lenke Hitzstöße und Hitze verbindet mit erzielten Feuerstößen. Nee, Eis finde ich viel besser. Das ist cool. Ich bin richtig mal. Wähle einen Bewegungsmodus. Durch den Himmel und stürze dich von oben herauf auf die Gegner herab. Der Bewegungsmodus wirkt sich auf die Geschwindigkeit, den Stil und die Manöver im Kampf aus. Akrobatik. Klettere jede Oberfläche hinauf und springe runter, um Feinde zu vernichten. Super Tempo. Jage alle Überfläche rauf und runter und flitze mit in die Schlacht hinein. Ich find's Fliegen viel besser. Nur Fliegen ist schöner. Wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet. Ein langsamer, präziser Fernangriff mit einer Bogenwaffe. Ein langsamer, brutaler Faustkampfstil für maximalen Schaden. Klar, mit Pistolen. Ey, cool, ein Doppelschwertkämpfer. Wollte ich schon mal immer haben. Kampfkunst. Ich mag's lieber mit Fäusten. Exovite Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. So, jetzt kann man das Kostüm wählen. Löwe, Tiger,
Ja klar, wir kennen uns. Was ist das? Kristallen? Nein, danke. Da finde ich die menschliche Haut auch viel besser als sowas hier. Ladezeiten. Na, bloß gut, dass das keine CD ist. Aha, da ist dann nichts. Aha. Der Cäsarschnitt gefällt mir. Okay. Wir können jetzt uns wirklich hier ganz schön viel uns was holen, nämlich hier. Geil. Interessant, okay. Nee, ich will meinen Kopf, dass man ihn nicht sieht. Ja, das gefällt mir, okay. Es gibt dann noch hier sogar die, es gibt sogar hier Embleme, also Emblem, die man sogar hier benutzen kann. Ich nehme gerne das E, weil das ist mein Marken, weil das E ist das Markenzeichen von E-Sound. Mann, hab ich einen coolen Body. Hände kann man ummachen. Also hier kann man wirklich alles machen. Hier kann man die Farben wählen. Yeah, sowas gefällt mir. Cool. Und passende Ausrüstungsfarben.
Also sehen die dann auch die Augen aus, wenn er die Maske dann umhat. Download erfolgreich. Namen eingeben. Natürlich E-Sound. Weil ich hatte mal einen Schurken gehabt, aber das war mir nie so besonders. Gottes Willen. Die Erde. Oh, Intro. Das Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Diese werde ich erfassen und digitalisieren. Natürlich können auch unwesentliche Informationen erfasst werden. Sie werden sortiert und bereinigt, nachdem die Digitalisierung abgeschlossen ist. Der Widerstand der Erde macht mir keine Sorgen. Dort gibt es keinen Intellekt, der stark genug, keine Macht, die groß genug wäre, mir zu widerstehen. Bald wird dieser Planet und alles, was sich darauf befindet, mir gehören. Faszinierend. In der Erdatmosphäre gibt es eine Anomalie. Beginne mit der Analyse. Diese Exobytes sind meine Technologie. Jedes mit unglaublich viel digitalisierter Energie aus der Zukunft der Erde. Meine Sammlerschiffe werden die Daten dieser Exobytes einfach regenerieren und das Schicksal der Erde besiegeln. Das ist ein neues Hindernis. Diese Menschen widersetzen sich meiner Assimilierung. Meine Konvertierungseinheiten können sie nicht halten. Die Menschen sollen ihre Kräfte einsetzen. Am Ende gehören auch sie. Brainiac. Pah. Du bist null. Ah, toll. Jetzt kann ich mal was erzählen über DC Universe Online. Das ist ja zu sehen. Dieses hier ist eine Ladebalken. Und ich möchte jetzt euch mal was sagen, wenn man jetzt bei dem neu anfängt, ist man hier, sagen wir hier. Das Hack-Programm hat funktioniert. Du bist wach und frei. Puh, okay. Ich bin Oracle und wir holen dich von diesem Schiff. Such mal nach einer Tür. Achtung! Menschliche Reproduktion in Umwandlungsräume 1037. Frustrierend. Ich habe mein Hackprogramm geknackt. Das Schiff weiß, dass du frei bist. Vorsicht. Yeah! I believe I can fly! Mach dich bereit! Entschuldigung, Manu, das muss ich auch mal sagen. Lol. I believe I can fly. Sorry. Den genetischen Schlack habe ich ja auch irgendwas hier. Verstärkung! Ich würde meine Patrouille in Richtung gefangenen Bucht fortsetzen. Okay, Leute, das ist bloß ein Intro für euch. Ein Intro. Keine Sorge. Transportröhre über dir. Die verlaufen kreuz und quer durch das Schiff. Benutze sie und... Hui!
Ja, jetzt mal erstmal eine Stufe aufgestiegen. Du bist jetzt auf Stufe 2. Wenn das kommt, können wir jetzt eine Kraft einsetzen. Nämlich, ich setze mal jetzt lieber hier die... Ah, scheiße, nein. Die können wir erst freischalten, wenn wir Stufe 10 sind. Da können wir nur das 2 auswählen, nämlich Stürme oder Kyronetik. Kommt drauf an, was sie auswählt. Das ist interessant. Was ist bei Stürmen? Was kann ich da machen? Versucht Einfrierung von... Oh, das ist interessant. Okay, das nehme ich mal. Und jetzt haben wir dort eine neue Fähigkeit. Alle Einheiten, das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsucht das Schiff. Dafür verliert man aber auch ein bisschen seine Kraft. So, ich glaube, ich schwebe hier lieber. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Hier ist mehr als das. Tagebuch, Erscheinung, Inventar und so weiter. Wenn man im Inventar irgendwas Wichtiges hat, kann man die verkaufen. Aber das ist... Der Mensch muss sich in der Bewegung bleiben. Yay, ich fliege immer noch hier so, das ist sowas von geil. Es ist viel besser. Mach dich bereit. Das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals. Schleiche vor den Patrouillen vorbei. Erkannt. Wie soll ich denn hier vor den Wachen vorbeischleichen, wenn die mich in ein paar Metern... Den Menschen auf. Miau. Und ich weiß, dass ich die L1 gedrückt halten kann. Bewegung in den Korridoren geortet. Halt den Menschen auf! Miau, juppie! Nur fliegen ist schöner! Kommt jetzt sterben, Leute! Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. Sterben. Ich hatte gesagt, Fäuste sind viel besser als Waffen. Die Ding. Boah, Alter. Ich hab Kräfte. Die Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Alle Einheiten in Position gehen. Mensch festhalten. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Gib mir nie so auf den Sack, ey.
Bereitstellung einer Warenlieferung von der Erde. Halt den Menschen auf! Das Schiff schickt dir weitere Sicherheitsstände auf den Hals. Stufe 3. Okay, ich glaube, ich setze mal jetzt den Faustkampf ein. Angriff blocken. Ah, Fliegen gibt es hier auch. Das ist ja interessant. Schalten, aha. Jetzt pass mal auf, was ich machen kann, nämlich einen Sprunghieb. Wenn ich den einsetze, dann habe ich noch mehr Wucht als sonst. Ja, das sollte mir zu lange fliegen. Oh oh, diese Energiesignale. Brainiac. Heilige Scheiße. Wir müssen es zerstören. Achtung! Menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt. V-Schlag. V-Sieb. Mann, ey, ich liebe diese Technik. Der Schaden auf diesem Schiff erhöht sich ständig. Flüchtlinge und unverzüglich werden nicht menschlich halten. Lol. Mann, die Fähigkeit ist auch cool. Wie so eine Peitsche. Das erinnert mich doch irgendwie an Mortal Kombat, den Scorpion. Komm her! Oh toll, noch mehr Besucher. Stopp, Junge. Bam, bam. Lass den Häftling nicht in den Hauptwaffenkontrollraum. Schäden an den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. Sei nicht töricht, Mensch. Schiffswächter. Du kannst die Umwandlung nicht stoppen. Du befindest dich im Verbindungsstück.
Zerstöre alles, was die Waffe mit dem Schiff verbindet. Okay, du näherst dich der Wachtenkammer. Superman steht bereit und wartet auf eine Teleportationsmöglichkeit, sobald die Waffe erledigt ist und die Schutzschilde des Schiffs deaktiviert sind. Superman! Kopplung zerstört. Stabilität bei 75%. Komm, Junge, stirb. Stabilität jetzt bei 50%. Häftling aufhalten. Ich brauch Geld. Bam. Ja, die Kanone fällt. Sie kracht in Brainiacs Flasche da unten. Du wirst dich unterwerfen. Boah. Das mag ich mit Hiebschlag. Gescheitert. Herunter! Superman, mach dich bereit. Ich bringe dich rein. Kämpfe an der Seite von Superman. Du Mensch, du hast dein eigenes Schicksal besiegelt. Du wirst mit dem Schiff untergehen. Hahaha. Ich muss jetzt feixen, wenn du das sagst. Oh, hallo Superman. Falsch gedacht, Brainiac. Du kannst uns nicht beide besiegen. Wir gehen nicht, bis wir dieses Schiff ausgeschaltet haben. Du kannst dich dem Willen Brainiacs nicht widersetzen. Begib dich oder stirb. Der hat eine Wucht drauf, ey. Wer weiß, welchen Level er ist, ey. Sammlerschiff 7-0 kompromittiert. Sende meine übrigen Truppen zur Erde. Das Schiff wurde kompromittiert. Alle Einheiten müssen evakuieren. Jetzt können wir sogar den ansprechen. Gute Arbeit. Brainiac hat nicht damit gerechnet, dass du dich befreist und sein Schiff ausschaltest. Benutze jetzt den Teleporter und kehre in die Stadt zurück. Es gibt Arbeit für dich. Ja, fertig. Superman wird es zu Ende bringen. Benutze einen Teleporter, um zu entkommen. Geh! Brainiac. Ein Albtraum aus meiner Vergangenheit. Hier, um die Erde zu plündern, trotz unseres gemeinsamen Widerstands. Doch nun haben wir eine Chance. Neue Helden mit Kräften, die aus einer verlorenen Zukunft gerettet wurden.
Helden, die allen Bedrohungen standhalten können. Ich kenne den Lex Luthor von heute. Nicht mal die Warnungen seines eigenen Zukunfts-Ichs können seinen verrückten Rachewahn stoppen. Ich bin Superman. Ich stehe für Wahrheit, für Gerechtigkeit und für die Zukunft. So, jetzt kann ich euch was zeigen. Das war vorher erstmal ein Tutorial gewesen. Jetzt sind wir wirklich... Glückwunsch zur Flucht von diesem Schiff. Ich bin Oracle. Du wurdest gerade ins dritte Bezirksrevier des MPD teleportiert. In einen Unterschlupf der Justice League, über die wir in ganz Gotham und Metropolis verfügen. Soll ich dich rumführen? In den Unterschlupfen findest du Kontaktpersonen für Missionen, die Postfächer, Händler und den Teleporter zum Wachturm der Justice League. Ey, das ist ja sowas von geil. Hier vor uns kämpfen welche, wo ich hier gerade reingekommen bin. Das ist der Polizeipartment, also der MPD. Wenn man jetzt in Schocken ist, dann ist es man bei einem anderen. Und ja, hi. Hallo Leute. Ey, hier sind auch ganz schön viele Helden. Viel mehr als bei anderen. Wenn man jetzt hier hochgeht, ist hier, kann man sich Dinge kaufen und verkaufen. Bei den Händlern kannst du beschädigte Ausrüstung reparieren lassen und Gegenstände verkaufen, die du nicht mehr brauchst. Manche Händler verkaufen einzigartige Dinge. Sobald du genug Ansehen gewonnen hast, kannst du diese ebenfalls kaufen. Genau, das meint ihr auch. Aber wir können ja auch dann... Gibt es noch einen anderen Grund? Also, Achtung. Willkommen in der Poststelle. Hier befinden sich die Postfächer, der Teleporter zum Wachturm, deine PvP- und Alarmhologramme. Sieh mal in deiner Post nach. Ich habe dir etwas geschickt. Sprich anschließend mit Protostar S.L. Blakely. Er hat eine Nachricht für dich von Superman. Genau, das meinte ich auch. Wer es unbedingt spielen möchte, soll es ruhig machen. Ich melde mich jetzt hier mit ab. Also wir sehen uns vielleicht bis zum nächsten Mal von DC Universe. Bis bald.